Heute ist der 5.5. Mein Name ist Lothar Lange und ich lebe in Dresden. Zitieren möchte ich heute aus dem Max Weber Text Politik als Beruf. Im Revolutionswinter 1919 gehalten. Dieser Beitrag stellt somit eine stark gekürzte Fassung seiner Rede dar. Cicero gelebte 106 bis 43 vor Christi Geburt, sprach davon, dass in Rom Menschen, die es im Leben zu nichts gebracht hätten, Politiker würden. Doch dieses könne sich Rom nicht mehr erlauben. Leben wir wieder in so einer Zeit? Karl Jaspers sagte so Hannah Arendt, der Politiker hätte die Interessen seines Volkes im Blick und die Philosophen das ganze Menschengeschlecht der Erde. Stimmte dieser Satz zu seiner Zeit oder aber jetzt? Was verstehen wir über Politik? So, jetzt Max Weber. Der Begriff ist außerordentlich weit und umfasst jede Art selbstständig leitender Tätigkeit. Wir wollen heute darunter nur verstehen die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, heute also eines Staates. Jeder Staat wird auf Gewalt gegründet, sagte seinerzeit Trotzki in Brest-Litowsk. Das ist in der Tat richtig. Wenn nur soziale Verbände beständen, denen die Gewaltmittel als Mittel unbekannt wären, dann würde der Begriff Staat fortgefallen sein. Dann wäre eingetreten, was man in diesem besonderen Sinne des Wortes als Anarchie bezeichnen würde. Gewaltsamkeit ist natürlich nicht etwa das normale oder einzige Mittel des Staates, davon ist keine Rede, wohl aber das ihm Spezifische. Gerade heute ist die Beziehung des Staates zur Gewaltsamkeit besonders intim. In der Vergangenheit haben die verschiedensten Verbände von der Sippe angefangen, physische Gewaltmittel als ganz normales Mittel gekannt. Heute dagegen werden wir sagen müssen, Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes das Gebiet gehört zum Merkmal, das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich mit Erfolg beansprucht. Wer Politik betreibt, erstrebt Macht. Macht entweder als Mittel im Dienste anderer Ziele, idealer oder egoistischer, oder Macht um ihrer selbst willen, um das Parteigefühl, das sie gibt, zu genießen. Es gibt der inneren Rechtfertigungen, also der Legitimationsgründen einer Herrschaft, um mit ihnen zu beginnen, im Prinzip drei. Einmal die Autorität des Ewiggestrigen, der durch unvordenkliche Geltung und gewohnheitsmäßige Einstellung auf ihre Innehaltung geheiligten Sitte traditionale Herrschaft, wie sie der Patriarch und der Patrimonialfürst alten Schlages übten. Dann die Autorität der außeralltäglichen persönlichen Gnadengabe, Charisma, die ganz persönliche Hingabe und das persönliche Vertrauen zu Offenbarungen oder Heldentum oder anderer Führereigenschaften einer einzelnen charismatischen Herrschaft, wie sie der Prophet oder auf dem Gebiet des Politischen, der gekorene Kriegsfürst oder der plebizitäre Herrscher, der große Demagoge und politische Parteiführer ausüben. Endlich Herrschaft, Kraft, Legalität, Kraft des Glaubens an die Geltung legaler Satzung und der durch rational geschaffene Regeln begründeten sachlichen Kompetenz, also der Einstellung auf Gehorsam in der Erfüllung satzungsmäßiger Pflichten. Eine Herrschaft,
wie sie der moderne Staatsdiener und alle jene Träger von Macht ausüben, die ihm in dieser Hinsicht ähneln. Uns interessiert hier vor allem der zweite von jenen Typen, die Herrschaft, Kraft, Hingabe der Gehorchenden an das rein persönliche Charisma des Führers. Denn hier wurzelt der Gedanke des Berufs in seiner höchsten Ausprägung. Die Hingabe an das Charisma des Propheten oder des Führers im Kriege oder des ganz großen Demagogen in der Ekklesia oder im Parlament bedeutet ja, dass er persönlich als der innerlich berufene Leiter der Menschen gilt, dass diese sich ihm nicht Kraft, Sitte oder Satzung fügen, sondern weil sie an ihn glauben. Diese Politikerkraft Berufes in des Wortes eigentlichster Bedeutung sind nun aber natürlich nirgends die allein maßgebenden Figuren des politischen Machtkampfes. Wie fangen die politisch herrschenden Gewalten es an, sich in ihrer Herrschaft zu behaupten? Die Frage gilt für jede Art von Herrschaft, also auch für die politische Herrschaft in allen ihren Formen, für die traditionale ebenso wie für die legale und die charismatische. Überall kommt die Entwicklung des modernen Staates dadurch in Fluss, dass von Seiten des Fürsten die Enteignung der neben ihm stehenden selbstständigen privaten Träger von Verwaltungsmacht oder Geld, jener Eigenbesitzer von Verwaltung und Kriegsmitteln, Finanzbetriebsmitteln und politisch verwendbaren Gütern aller Art in die Wege geleitet wird. Der ganze Prozess ist eine vollständige Parallele zu der Entwicklung kapitalistischen Betriebs durch allmähliche Enteignung der selbstständigen Produzenten durch Steuern. Am Ende sehen wir, dass in dem modernen Staat tatsächlich in einer einzigen Spitze die Verfügung über die gesamten politischen und finanziellen Betriebsmittel zusammenläuft. Ich stelle für unsere Betrachtung nur das rein Begriffliche fest, dass der moderne Staat ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband ist, der innerhalb eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herrschaft zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachlichen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt, also der Steuermittel und der gesetzgebenden Möglichkeiten. Die sämtlichen eigenberechtigten ständischen Funktionären, aber die früher zu Eigenrecht darüber verfügten, enteignet und sich selbst in seiner höchsten Spitze an deren Stelle gesetzt hat. Gelegenheitspolitiker sind wir alle, wenn wir unseren Wahlzettel abgeben oder eine ähnliche Willensäußerung, etwa Beifall oder Protest in einer politischen Versammlung vollziehen, eine politische Rede halten. Es gibt zwei Arten, aus der Politik seinen Beruf zu machen. Entweder man lebt für die Politik oder aber von der Politik. Wer für die Politik lebt, macht im innerlichen Sinne sein Leben daraus. Er genießt entweder den nackten Besitz der Macht, die er ausübt, oder er speist sein inneres Gleichgewicht und Selbstgefühl aus dem Bewusstsein, durch Dienst an einer Sache, seinem Leben einen Sinn zu verleihen. Von der Politik als Beruf lebt, wer danach strebt, daraus eine dauernde Einnahmequelle zu machen. Für die Politik der, bei dem dies nicht der Fall ist. Damit jemand in diesem ökonomischen Sinne für die Politik leben könne, kann
Er muss unter normalen Verhältnissen ökonomisch von den Einnahmen, welche die Politik ihm bringen kann, unabhängig sein. Das heißt ganz einfach, er muss vermögend oder in einer privaten Lebensstellung sein, welche ihm auskömmliche Einkünfte abwirft. Er muss überdies wirtschaftlich abkömmlich sein, das heißt, seine Einkünfte dürfen nicht davon abhängen, dass er ständig persönlich seine Arbeitskraft und sein Denken voll oder doch weit überwiegend in den Dienst ihres Erwerbes stellt. Abkömmlich in diesem Sinne ist nun am unbedingtesten. Der Rentner, derjenige also, der vollkommen arbeitsloses Einkommen verfügt. Weder der Arbeiter noch, was sehr zu betrachten ist, der Unternehmer auch. Und gerade der moderne Großunternehmer ist in diesem Sinne abkömmlich. Sie sind an einen Betrieb gebunden und nicht abkömmlich. Es ist für sie meist sehr schwer, sich auch nur zeitweilig vertreten zu lassen. Ebenso ist dies zum Beispiel der Arzt. Je hervorragender und beschäftigter sie sind, desto weniger abkömmlich sind sie. Leichter schon aus rein betriebstechnischen Gründen der Advokat, der deshalb auch als Berufspolitiker eine ungleich größere, oft eine geradezu beherrschende Rolle gespielt hat und spielt. Nur dies bedeutet es, dass die Berufspolitiker nicht unmittelbar für ihre politische Leistung Entgelt zu suchen genötigt sind, wie das jeder Mittellose schlechthin in Anspruch nehmen muss. Dass eine nicht plutokratische Rekrutierung der politischen Interessenten, der Führerschaft und ihrer Gefolgschaft an die selbstverständliche Voraussetzung gebunden ist, dass diesen Interessenten aus dem Betrieb der Politik regelmäßige und verlässliche Einnahmen zufließen. Die Politik kann entweder ehrenamtlich und dann von, wie man zu sagen pflegt, unabhängigen, das heißt vermögenden Leuten, Rentnern vor allem geführt werden. Heute sind es Ämter aller Art in Parteien, Zeitungen, Genossenschaften, Krankenkassen, Gemeinden und Staaten, welche von den Parteiführern für treue Dienste vergeben werden. Alle Parteikämpfe sind nicht nur Kämpfe um sachliche Ziele, sondern vor allem auch um Ämterpatronage. Mit steigender Zahl der Ämter infolge der allgemeinen Bürokratisierung und steigenden Begehr nach ihnen als einer Form spezifisch gesicherter Versorgung steigt für alle Parteien diese Tendenz und werden sie für ihre Gefolgschaft immer mehr Mittel zum Zwecke derart versorgt werden. Gleichzeitig mit dem Aufstieg des fachgeschulten Beamtentums vollzog sich auch, wenn schon in weit unmerklicheren Übergängen, die Entwicklung der leitenden Politiker. Im Orient hat das Bedürfnis, den Sultan von der persönlichen Verantwortung für den Erfolg der Regierung möglichst zu entlasten, die typische Figur des Großveziers geschaffen. Des Stellvertreters. Die gewaltige Nachwirkung des römischen Rechts, wie es der bürokratische spätrömische Staat ausgebildet hatte, tritt in nichts deutlicher hervor, als dass darin, dass überall die Revolutionierung des politischen Betriebs im Sinne der Entwicklung zum rationalen Staat von geschulten Juristen getragen wurde. Denn die heutige Politik wird nun einmal in der
in dem hervorragenden Maße in der Öffentlichkeit mit den Mitteln des gesprochenen Wortes geführt. Dessen Wirkung abzuwägen liegt im eigentlichen Aufgabenbereich des Advokaten. Der Demagoge ist seit dem Verfassungsstaat und vollends seit der Demokratie der Typus des führenden Politikers im Okzident, also dem Abendland. Die moderne Demagogie bedient sich zwar auch der Rede, im quantitativ ungeheuerlichen Umfang sogar, wenn man die Wahlreden bedenkt, die ein moderner Kandidat zu halten hat, aber noch nachhaltiger doch des gedruckten Worts. Der politische Publizist und vor allem der Journalist ist der wichtigste heutige Repräsentant der Gattung. In den bürgerlichen Parteien hatte sich im Ganzen genommen gegenüber der vorigen Generation die Chance des Aufstiegs zur politischen Macht auf diesem Wege eher verschlechtert. Presseeinfluss und also Pressebeziehungen benötigte natürlich jeder Politiker von Bedeutung. Das Interesse der Parlamentarier an der Möglichkeit interlokaler Wahlkompromisse und an der Schlagkraft einheitlicher, vor breiten Kreisen des ganzen Landes anerkannter Programme und einheitlicher Agitation im Lande überhaupt bildet die Triebkraft des immer strafferen Parteienzusammenschlusses. Sie sind Kinder der Demokratie, des Massenwahlrechts, der Notwendigkeit der Massenwerbung und Massenorganisation, der Entwicklung höchster Einheit, der Leitung und strengster Disziplin. Dieser Menschenapparat, diese Maschine, wie man sie in den angelsächsischen Ländern bezeichnenderweise nennt, oder vielmehr diejenigen, die ihn leiten, den Parlamentariern Schach bieten und ihnen ihren Willen ziemlich weitgehend aufzuzwingen, in der Lage sind. Und das hat besondere Bedeutung für die Auslese der Führung der Partei. Führer wird nun derjenige, dem die Maschine folgt, auch über den Kopf des Parlaments. Die Schaffung solcher Maschinenapparate bedeutet mit anderen Worten den Einzug der plebiszitären Demokratie. Sie erwarten vor allem, dass die demagogische Wirkung der Führerpersönlichkeit im Wahlkampf der Parteistimmen und Mandate damit Macht zu führen und dadurch jene Chancen ihrer Anhänger für sich den erhofften Entgelt zu finden, möglichst ausweiten werde. Wie findet nun die Auslese dieser Führerschaft statt? Zunächst nach welcher Fähigkeit? Dafür ist nächst den überall in der Welt entscheidenden Qualitäten des Willens natürlich die Macht der demagogischen Rede vor allem maßgebend. Dem bestehenden Zustand darf man wohl eine Diktatur beruhend auf der Aussetzung der Emotionalität der Massen nennen. Das ganz gesinnungslose Parteien einander gegenüberstehen, reine Stellenjägerorganisationen, die für den einzelnen Wahlkampf ihre Programme je nach der Chance des Stimmenfängers machen, in einem Maße wechselnd, wie dies trotz aller Analogien doch anderswärts sich nicht findet. Unsere Parlamentsparteien waren und sind Zünfte. Jede Rede, die gehalten wird im Plenum des Reichstages, ist vorher durchrezensiert in der Partei. Das merkt man ihrer unerhörten Langeweile an. Nur wer als Redner bestellt ist, kann zu Worte kommen. Für den, der von der Politik zu leben durch seine Vermögenslage genötigt ist,
wird wohl immer die alternative Journalistik oder Parteibeamtenstellung als die typischen direkten Wege oder einer der Interessenvertretungen bei einer Gewerkschaft, Handelskammer, Landwirtschaftskammer, Handwerkskammer, Arbeitskammer, Arbeitgeberverbänden und so weiter oder geeignete kommunale Stellungen in Betracht kommen. Dieses gewährt zunächst Machtgefühl. Selbst in den formell bescheidenen Stellungen vermag den Berufspolitiker das Bewusstsein von Einfluss auf Menschen, von Teilnahme an der Macht über sie, vor allem aber das Gefühl, einen Nervenstrang historisch wichtigen Geschehens mit in Händen zu halten, über den Alltag hinauszuheben, vermögen. Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Leidenschaft im Sinne von Sachlichkeit, leidenschaftliche Hingabe an eine Sache, an den Gott oder Dämon, der ihr Gebieter ist. Nicht im Sinne jenes inneren Gebarens, welches mein verstorbener Freund Georg Simmel als sterile Aufgeregtheit zu bezeichnen pflegte. Eine ins Leere verlaufende Romantik des intellektuell Interessanten ohne alles ein sachliches Verantwortungsgefühl. Denn mit der bloßen, also noch so echt empfundenen Leidenschaft ist es freilich nicht getan. Sie macht nicht zum Politiker, wenn sie nicht als Dienst in einer Sache auch die Verantwortlichkeit gegenüber eben dieser Sache zum entscheidenden Leitstern des Handelns macht. Und dazu bedarf es, und das ist die entscheidende psychologische Qualität des Politikers, des Augenmaßes, der Fähigkeiten, die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu lassen, also der Distanz zu den Dingen und Menschen. Distanzlosigkeit rein als solche ist eine der Todsünden jeden Politikers und einer jener Qualitäten, deren Züchtung bei dem Nachwuchs unserer Intellektuellen sie zur politischen Unfähigkeit verurteilen wird. Einen ganz trivialen, allzu menschlichen Feind hat daher der Politiker täglich und stündlich zu überwinden. Die ganz gemeine Eitelkeit, die Todfeindin aller sachlichen Hingabe und aller Distanz, in diesem Falle der Distanz sich selbst gegenüber. Die Sünde gegen den Heiligen Geist seines Berufes aber beginnt da, wo dieses Machtstreben unsachlich und ein Gegenstand rein persönlicher Selbstberauschung wird. Anstatt ausschließlich in den Dienst der Sache zu treten, denn es gibt nur zwei Arten von Todsünde auf dem Gebiete der Politik: Unsachlichkeit und oft, aber nicht immer, damit identisch Verantwortungslosigkeit.